aus. Und heute möchte ich euch die drei Fragezeichen und der heimliche Hehler vorstellen. Das Ganze ist von der MV Carey damals geschrieben worden und hat leider von mir nur einen einzigen Stern bekommen. Ja, in die drei Fragezeichen und der heimliche Hehler geht es darum, dass eigentlich Justus, Peter und Bob eine Schularbeit machen sollen. Städte im Wandel der Zeit. Und dafür haben sie sich für Venice entschieden. Und sie fragen da halt so sich ein bisschen durch, aber bekommen dann auch einen kleinen fünfjährigen Jungen mit namens Ted, beziehungsweise wird Teddy genannt, mit dem Hund Teenie kennen, und sie finden halt, dass er sehr lebensfroh ist. Doch auf einmal verschwindet dieser Ted und die Jungs werden gebeten zu helfen, ihn zu suchen. Und da stoßen sie halt auf verschiedene Sachen, zum Beispiel, dass das Mermaid Court, Mermaid Inn, jahrelang geschlossen ist und vor allem ein bestimmtes Zimmer seit Jahren wirklich nicht mehr aufgeht. Und die Jungs tun es erstmal damit ab. Aber ihr kennt ja die drei Fragezeichen, sie finden immer raus, was hinter verschlossenen Türen ist. Aber das müsst ihr natürlich selbst rausfinden, was da vielleicht hinter sein kann. Und ob sie den Ted finden und was mit Teenie passiert ist, das müsst ihr natürlich auch lesen. Ja, ich weiß einfach nicht, ob das Buch jetzt gerade mir nicht sehr zugesagt hat, wegen meiner Situation im Moment. Da will ich leider nicht drauf eingehen. Wenn, dann könnt ihr mich persönlich danach fragen, irgendwie über Facebook oder so, wo ihr mich halt habt. Und, oder es liegt einfach daran, weil es mir im Moment nicht gefallen hat. Ich weiß es nicht. Es ist einer ja der ältesten Fälle auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, ob das mir einfach zu lang vorkam oder... ich weiß es leider nicht. Dennoch, ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!